Hallo zusammen, herzlich willkommen zum ersten Video im Kapitel 2 Ableitungs- und Änderungsrate in Klasse 10. Im ersten Video geht es heute um den Begriff des Differenzenquotienten und den Begriff der Ableitung. Diese beiden Begriffe sind die absolute Grundlage für jede Form von Differentialrechnung und für jede Form von Analysis. Also die müssen wir definitiv verstehen und gut können. Das heißt, dieses Video oder das, was in diesem Video jetzt drankommt, ist für den weiteren Verlauf des Mathematikunterrichts sehr, sehr wichtig. Und wir starten direkt mit einem Beispiel oder mit einem Problem. Und zwar haben wir hier die zwei Graphen, einmal also für das Wachstum von Mädchen und für das Wachstum von Jungs. Das heißt, hier ist immer in Abhängigkeit vom Alter die Größe von Jungs und Mädchen angegeben. Und wir sollen jetzt die durchschnittliche Größenzunahme bei Jungs und Mädchen pro Jahr ermitteln. Und wir machen das jetzt einfach mal für Mädchen, für Jungs geht es dann gleich. Also die durchschnittliche Größenzunahme für Mädchen. Da schauen wir mal, das fängt hier irgendwo an, bei 50 cm in etwa. Also so groß kommt man eben auf die Welt. Und endet dann hier oben bei 1,68 m ungefähr. Und grafisch können wir uns das so vorstellen, wie ein Steigungsdreieck. Also wenn wir jetzt das durchschnittliche Wachstum wollen, es geht von 50 bis 168 nach oben. Das heißt, wir müssen 168 minus 50 rechnen, um rauszufinden, wie viel das nach oben gegangen ist. Und wir sind 18 Jahre unterwegs, bis das Wachstum abgeschlossen ist, also 18 minus 0 als Bewegung nach rechts. Und wie kriegen wir jetzt raus, wie viel das jährlich pro Durchschnitt durchschnittlich zugenommen hat? Da können wir die Größenzunahme durch die Anzahl der Jahre teilen, also quasi so. Und das ergibt dann 6,56 cm pro Jahr. Das heißt, durchschnittlich wächst jetzt so ein Mädchen mit 6,56 cm pro Jahr. Was ist mathematisch hier passiert? Im Endeffekt haben wir durch die beiden Punkte in die beiden Punkte hier ein Steigungsdreieck gelegt und haben damit ausgerechnet, wie steil das wäre, wenn sich's wie eine Gerade verhalten würde. Ja, und so eben die 6,56 cm pro Jahr dann für Mädchen. So, schauen wir uns das die zweite Aufgabe an. Bei Jungen wird während der Pubertät ein Wachstumsschub beobachtet. Wie groß ist in diesem Zeitraum die durchschnittliche Größenzunahme? Also von 11 bis 18 Jahren. Von 11 bis 18 Jahren hier in der Pubertät können wir uns genau wie vorhin wieder ein Steigungsdreieck reinlegen. Dann sehen wir, das wächst, das geht hier 7 Jahre, also 7 Jahre lang dauert dieser Zeitraum und wir haben eine Zunahme von 1,47 Meter bis 1,80 Meter, also insgesamt eine Zunahme von 180 minus 147 cm. Und das können wir genauso wieder ausrechnen wie vorhin. Wir können die Größenzunahme durch die Anzahl der Jahre teilen und kommen dann auf eine durchschnittliche Größenzunahme in diesem Zeitraum von 4,71 cm pro Jahr. Ja, was haben wir hier jetzt mathematisch gemacht? Wir haben den sogenannten Differenzenquotienten berechnet. Der Differenzenquotient, den kann man das ist dieser Term hier, f von b minus f von a durch b minus a, der wird meistens mit m bezeichnet, weil er eben bei der Geraden die Steigung angibt, also bei der Geraden, das m bei der Geraden ist ja auch die Steigung und hier wird jetzt auch so eine durchschnittliche Steigung vom Funktionsgraphen angegeben. So, und wie vergleichen wir das gerade nochmal mit dem Beispiel? Ich habe es hier mal eingefärbt. Also das f von b hier, das wäre der y-Wert von dem Punkt, der weiter rechts liegt, also vom Punkt q. Das wäre in dem Fall hier die 180 oder hier eben die 180. Und das, was dann hier drunter kommt, also das b hier, das wäre jetzt der x-Wert von dem Punkt, der weiter rechts liegt. Das sind hier die 18 vom Punkt Q oder hier eben die 18 oder hier dann eingesetzt. Und hinten steht eben y-Wert und x-Wert vom Punkt, der weiter links liegt. Also x-Wert 11 steht hier, wo hier in der Formel des a ist. Und die 1,47 Meter, die stehen hier, wo in der Formel des f von a ist. Ja, und das ist eben der Differenzenquotient. Und der wird jetzt gleich ein ganz wichtiges Hilfsmittel, wenn wir versuchen, die Ableitung zu bestimmen. Also der Differenzenquotient, das würde ich euch auch bitten, so aufzuschreiben. Also hier die Überschriften bitte, die Definition für einen Differenzenquotient und dann die beiden Beispiele, die wir gemacht haben. Bitte auch mindestens das zweite Beispiel, gerne auch beide, in dem Graphen auf eurem Arbeitsblatt schön markieren. Und wem es hilft, der darf natürlich auch das Ganze hier noch farblich markieren, dass jedem ganz klar ist, wo die Zahlen herkommen und wie die eingesetzt werden müssen. Ja, und während ihr das abschreibt, könnt ihr ja pausieren und dann gehen wir direkt zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist nämlich jetzt hier. Wir sollen ermitteln die Wachstumsgeschwindigkeit für Jungen am 16. Geburtstag.
Also exakt am 16. Geburtstag. Was ist hier jetzt anders? Es geht jetzt nicht mehr um das durchschnittliche Wachstum, wie gerade eben, also das durchschnittliche Wachstum in einem gewissen Zeitraum, sondern es geht jetzt um das momentane Wachstum des Jungen in einem Punkt. Ja, ist wie beim Autofahren, also es geht jetzt nicht mehr darum, wie schnell bin ich durchschnittlich gefahren, sondern was zeigt mir der Tacho jetzt im Moment an. Und wir sollen jetzt eben ausrechnen, wie groß die Wachstumsgeschwindigkeit des Jungen an seinem 16. Geburtstag exakt ist. Und das können wir gleich mit Hilfe, da überlegen wir uns jetzt einfach, wie wir da hinkommen, da wird der Differenzenquotient eine große Rolle spielen. Wir haben jetzt, damit wir exakt rechnen können, uns für die Jungs auch eine Parabel zugelegt, für die Mädchen auch, also wer möchte, kann dann die Rechnung für die Mädchen auch nochmal ausprobieren, aber für die Jungs haben wir uns diese Parabel hier zugelegt, diese Funktion hier zugelegt und das heißt, wir steigen jetzt auf die Funktion um. Man sieht hier schon, wenn man die Funktion über den Zeitpunkt 18 hinaus verfolgt, dann wird man irgendwann wieder kleiner, so mit 19,5. Das macht natürlich keinen Sinn. Deshalb ist auch der Definitionsbereich der Kurve auf den Zeitraum von 14 bis 18 eingeschränkt. Also die Werte sind nur bis 18 hier sinnvoll, darüber hinaus nicht mehr. Ja, und wie können wir jetzt vorgehen, um die Größe, also um die Wachstumsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt 16 zu bestimmen? Wir können uns ja zunächst mal überlegen, wie wir einen Näherungswert kriegen. Und den könnte man kriegen, wenn wir das Wachstum von 16 bis 18 ausrechnen. Also hier jetzt den Differenzenquotienten einsetzen. F von 18 minus F von 16 durch 18 minus 16. F von 18 können wir ausrechnen, indem wir die 18 in die Funktion hier für x einsetzen. Und das dann einfach im Taschenrechner ausrechnen. Es gibt 1,80,1 Meter, also 180,1 Zentimeter. Und das F von 16 können wir ebenfalls ausrechnen, indem wir hier für das x16 einsetzen. Es gibt dann 175 cm. Und wenn man es ausrechnet, kommt man in diesem Zeitraum von 16 bis 18 auf eine Wachstumsgeschwindigkeit von 2,55 durchschnittlich. Und da sieht man aber schon, die ist natürlich zu klein. Also dieses Steigungsdreieck hier ist flacher als die Kurve hier in diesem Bereich. Wie können wir also unseren Wert verbessern? Wir gehen näher hin. Ja, wir nehmen dieses blaue Steigungsdreieck hier und nehmen jetzt nicht die durchschnittliche Steigung von 16 bis 18, sondern die von 16 bis 16,5 und rechnen die eben auch wieder so aus, 16,5 jetzt als oberer Punkt und f von 16,5 können wir da ausrechnen, indem wir für das x hier überall 16,5 einsetzen an beiden Stellen, da kommt dann 176,7 raus und als Steigungswert dann 3,4 cm pro Jahr. Ja, das ist natürlich jetzt schon mal schön, aber es ist immer noch nicht exakt, also wir müssen noch näher hin. Und wie kommen wir jetzt da näher hin oder möglichst sogar ganz hin? Also wir können nicht 2 mal 16 einsetzen. Wenn wir f von 16 minus f von 16 durch 16 minus 16 rechnen, dann haben wir einfach 0 durch 0 und da können wir gar nichts mit anfangen, weil durch 0 darf man nicht dividieren und 0 durch 0 ist auch irgendwie, ja, also nicht definiert einfach, also wir können es einfach dann nicht bestimmen. Und daher machen wir Folgendes. Wir nehmen jetzt als zweiten Punkt einen Punkt, der um h weiter rechts liegt als p. Das heißt, wir nehmen den Punkt 16-f von 16 und der andere Punkt für unseren Differenzenquotienten wäre dann 16 plus h und als y-Wert dann f von 16 plus h. Was ist da jetzt der Vorteil? Also wir haben jetzt ein Steigungsdreieck, das ist h breit. Und das bringt folgenden Vorteil mit sich. Wir können jetzt hier das berechnen, also diesen Differenzenquotienten und können dann, da ist ja dann immer noch ein h drin, und können dann, nachdem wir den berechnet haben, das h immer kleiner machen. Und dann kriegen wir, je kleiner wir das h machen, eben einen immer genaueren Wert für die Steigung im Punkt p. Und wenn wir die Steigung, vielleicht können wir sogar am Schluss dann das h gegen 0 gehen lassen und kriegen dann den exakten Steigungswert. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir hier mit Hilfe dieser Form, also wenn wir mit Hilfe dieses Differenzenquotienten arbeiten und das hier eben so entsprechend allgemein erstmal aufstellen und dann das h Richtung 0 laufen lassen. Ja, machen wir das gerade mal hier. Der Differenzenquotient, wir haben jetzt ja 16 und 16 plus h als x-Werte, das haben wir hier unten, 16 plus h minus 16. Oben haben wir dann die zugehörigen Funktionswerte, f von 16 plus h minus f von 16. Und die müssen wir jetzt einfach einsetzen und dann ausrechnen. Die Formel ist, die Funktionsgleichung hier ist nicht ganz einfach, das heißt, das Ausrechnen wird auch nicht ganz einfach sein. Aber wir legen einfach mal los. F von 16 haben wir vorher schon ausgerechnet, man setzt 16 für das x ein, da kommt 175 raus.
So, bei f von 16 plus h, da muss man eben für das x 16 plus h einsetzen. Also für das eine x setzt man 16 plus h ein, dann haben wir hier 16 plus h Quadrat. Und dann 21,6 mal x, da setzt man auch für das x 16 plus h ein, dann haben wir 21,6 mal 16 plus h, das ist dieser Teil hier. Ja, und der Rest, die 27,24, kommen einfach runter. Unterm Bruchstrich können wir 16 minus 16 rechnen, dann bleibt da nur das h übrig. Ja, schauen wir weiter. Jetzt müssen wir das Ganze so weit wie möglich vereinfachen und dann am Schluss schauen, wie klein wir das h kriegen. Erstmal hier das gelb markierte. 16 plus h Quadrat ist eine binomische Formel. Das darf man nicht vergessen. Also man muss hier wirklich die binomische Formel verwenden und dann hat man 16 Quadrat, das ist 256. 2 mal 16 mal h ist 32h und man hat das h Quadrat. Ja, und das grün markierte hier, da kann man einfach ausmultiplizieren, 21,6 mal 16 und 21,6 mal h, und das gibt dann das hier. Gehen wir weiter, wir multiplizieren das gelb markierte aus, die 0,56 mal 256 und mal 32 und mal h, und dann kriegen wir das hier. Also Minus natürlich nicht vergessen, ist hier aber überall mit reingerechnet. Und wenn wir das jetzt haben, dann können wir im nächsten Schritt weiter vereinfachen, nämlich die 143,36 minus die 143,36, die fallen raus. Die h's können zusammengefasst werden und dann haben wir diese Formel hier. Das können wir jetzt noch weiter vereinfachen und zwar schauen wir uns mal das h an. Wir können das h ausklammern im Zähler und dann können wir das h hier sogar wegkürzen. Und also wir haben ja hier ein h Quadrat und hier ein h. Das h wird ausgeklammert, dann bleibt einmal ein h übrig und einmal eben die 3,68. Und wenn es gekürzt ist, steht am Schluss das hier da. Und diese minus 0,56h plus 3,68, die sind jetzt der Differenzenquotient für ein allgemeines h. Das heißt, wenn wir jetzt für h hier zum Beispiel 2 einsetzen, dann kriegen wir den für 16-f von 16 und 18-f von 18. Und wenn wir eben für h 0,5 einsetzen, dann kriegen wir den für 16 und 16,5. Was wir aber wollen, ist ja jetzt die Wachstumsgeschwindigkeit genau im Punkt P, also genau bei 16-f von 16. Und die kriegen wir, wenn wir das h noch kleiner machen, nämlich wenn wir es 0 machen. Also wir lassen das h jetzt gegen 0 gehen und dann kommt 3,68 raus für h gegen 0. Also wissen wir jetzt, die Steigung in diesem einen Punkt, die Steigung im Punkt P, die ist 0. Ja, warum können wir das jetzt und anfangs nicht? Anfangs können wir nicht h gegen 0 gehen lassen, weil hier das h noch unterm Bruchstrich steht und wir dürfen ja da keine 0 einsetzen. Wir dürfen nicht h gegen 0 gehen lassen. Später können wir es dann, weil hier hat sich das h rausgekürzt, glücklicherweise, und dann kriegen wir am Schluss jetzt dieses 3,68 raus. Und diese Steigung jetzt im Punkt, die Steigung im Punkt P, die Wachstumsgeschwindigkeit im Punkt P, die heißt mathematisch Ableitung. Also was wir hier jetzt berechnet, das, was wir hier jetzt berechnet haben, dieses 3,68, das nennt man jetzt Ableitung. Oder man schreibt dann f' von 16. Ja, und das notieren wir uns natürlich auch. Also dieses f' von a, also an dem Punkt, in dem man die Ableitung berechnet, da der Differenzenquotient mit h gegen 0, das ist die Ableitung, die Steigung im Punkt auf der Kurve. Und die kann man mit Hilfe vom Grenzwert des Differenzenquotienten berechnen. Diesen Grenzwert des Differenzenquotienten, den nennt man auch Differentialquotient. Und der gibt uns ganz genau an, wie die Steigung des Graphen der Funktion an der Stelle a ist. Wenn die Funktion eine Ableitung hat an der Stelle a, dann nennt man sie differenzierbar. Also es ist nicht so, dass jede Funktion immer überall eine Steigung hat und immer überall ableitbar ist. Manchmal geht es auch nicht. Aber wenn es eben geht, dann sagt man, die ist differenzierbar. Und vielleicht noch eine Bemerkung, also je nachdem, wo und wie die Anwendung ist und der Zusammenhang, sagt man Ableitung an der Stelle x, das ist der mathematische allgemeine Grundbegriff. Man nennt es dann auch momentane Wachstumsgeschwindigkeit, so wie im Beispiel gerade. Oder allgemeiner momentane Änderungsrate, ja, es ist ja nicht immer ein Wachstum, manchmal ändert sich auch irgendwas anderes. Man nennt es Steigung an der Stelle x, wenn man es grafisch sieht, oder eben Tangentensteigung. Und wenn es physikalisch ist, also wenn es was mit Strecke zu tun hat, dann nennt man es Momentangeschwindigkeit. So, dann würde ich euch jetzt bitten, das hier abzuschreiben.
Also Überschrift hatten wir ja vorher schon. Und jetzt kommt hier eben diese zweite Definition dazu. Und dann gleich noch ein einfacheres Beispiel als das, was ihr zuerst gesehen habt. Also ihr pausiert kurz zum Abschreiben und ich gehe weiter zum nächsten Beispiel. Ich habe hier mal den Differenzenquotienten, also den Grenzwert des Differenzenquotienten, somit den Differentialquotienten nochmal hingeschrieben. Und wir bestimmen jetzt die Ableitung von der Funktion 1/2 x hoch 2 an der Stelle x gleich 3. Ableitung oder eben Steigung des Graphen, das ist ja dasselbe. So, schauen wir uns das an. Wir wollen f' von 3 bestimmen. Wir setzen also für das a in der Formel eine 3 ein. Also f von 3 plus h minus f von 3 durch h. Also hier, wo das a steht, überall eine 3 eingesetzt. Und dann rechnen wir das aus. F von 3 plus h, das kriegt man eben, indem man in die Funktion hier 3 plus h einsetzt. Dann steht da 1/2 mal 3 plus h Quadrat. F von 3 kriegt man, indem man da die 3 einsetzt. Dann steht da 1/2 mal 3 Quadrat. 1/2 mal 3 Quadrat. So. Und jetzt müssen wir das wieder, wie vorhin auch, bei der Bestimmung der Wachstumsgeschwindigkeit vereinfachen und zusammenfassen. Und dann kriegen wir es am Schluss raus. Bitte bedenken, 3 plus h Quadrat ist eine binomische Formel, also 3 hoch 2 ist 9, 2 mal 3 mal h ist 6h und h hoch 2 ist h Quadrat und das hier ausgerechnet gibt 4,5. Dann multiplizieren wir noch die Klammer aus, 1/2 mal 9 ist 4,5, 1/2 mal 6h ist 3, 1/2 mal h Quadrat ist 0,5h Quadrat. Wir sehen schon, das 4,5 kann man dann subtrahieren, dann bleibt das hier übrig. Wir klammern wieder das h aus wie vorhin und können dann das h hier wegkürzen. Und am Schluss bleibt uns Limes h gegen 0, 3 plus 0,5h und das gibt dann eben 3. Weil eben, wenn das h gegen 0 geht, dann bleiben die 0,5 übrig. Was bedeutet diese 3 jetzt? Die 3 hier, die ist jetzt die Ableitung an der Stelle 3. Das heißt, an der Stelle 3 kommt als Ableitung 3 raus und das heißt, der Graph der Funktion hat an der Stelle x gleich 3 auch die Steigung 3. Wenn wir uns den Graph mal anschauen, Stelle 3, wenn man hier so guckt, wie steil das ist, das sieht man recht gut. Das geht hier ungefähr von 5 bis 8 hoch, also 3 hoch und hier ist die Breite, sind ungefähr 2 Kästchen, also ungefähr 1. Das heißt, die Steigung ist hier dann tatsächlich 3, wenn man sich das genau anschaut. Oder eben die Tangentensteigung, die wäre auch 3. Oder eben, wenn das jetzt das Wachstum von irgendwas wäre, dann wäre die Wachstumsgeschwindigkeit eben 3. Ja, das wäre das Beispiel. Ich würde euch auch bitten, das Beispiel abzuschreiben, drunter dazu. Und wenn wir das jetzt alles verstanden haben, dann glaube ich, haben wir zumindest mal verstanden, was die Ableitung ist und was ihre Bedeutung auch ist und wie man die Ableitung eben auch berechnen kann. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Denjenigen, die es angeschaut haben, und bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss!